Mich würde mal interessieren, wie ich das dann hier rüber transportieren kann in ein anderes. Und wie muss das doch über Sektorgrenzen hinweg? Muss ich doch auch Material hin und her schieben können, sonst ist es doch Quatsch. Bahnhof beschränkt den Transfer von Bürgern zwischen Sektoren, ermöglicht außerdem die Einflussausweitung einiger Gebäude auf alle Sektoren. Aha. Hier ist richtig viel Legierung, liegt hier nicht rum. Echt jetzt? So, repariert das Scheißding. Durch beschädigte Gebäude. Muss ich vielleicht drüben auch so eine Außenbordschleuse bauen? Im Sektor 2. Dass ich da einfach mal so ein Ding hinballer. Zehn Obdachlose, ja, ich weiß, ich brauche Material. Gesundheit haben wir da auch nicht. Bevölkerung. Bauen sie mal hier hinten drin. Geh weg. So. Also wegreisen. Strom haben wir hoffentlich. Ha. Dann müssen wir das wohl so machen. Aber brauche ich dann in jedem Sektor so ein Stahlwerk und muss von außen Eisen ran schaffen? Kann ich mir das gar nicht vorstellen, ey. Okay, aber Sektor 1 scheint die Leute wieder glücklich zu sein. Nahrung haben sie offenbar gekriegt. Ich weiß gar nicht, was das Problem war. Wie sieht es hier mit Nahrung aus? Ressourcenmanagement. Import, Export. Okay. Legierung. Da hätte ich eigentlich ganz gerne, dass wir da auch Max haben. Okay.
Genauso wie Nahrung würde ich auch ganz gerne da importieren im Sektor. Zwei. Okay, so funktioniert es also. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt eine eigene Nahrungsproduktion. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das hin und her schiebe, das ganze Zeug. Ist eigentlich mittlerweile die Sonde angekommen? Nee. Oh, auf dem Mars sind Leute. Hat das die Sonde entdeckt? Vorbeifliegen? Oder was war das? Nee, wo ist denn die Sonde hingeflogen? Ach doch, die Sonde ist hier hingeflogen zum Mars. Ach so. Okay. Sehr nah an der Sonne hier. Nein, da war es ungefähr. Baue zwei Batterien. Das muss ich ja pro Sektor machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wir bauen hier jetzt mal. Es ist einfach blöd hier an der Stelle. So ein Ressourcenmanagement. Das mit der Nahrung lassen wir einfach mal sein, würde ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Oh, das ist ja was. Accident has occurred in the Tycoon. Export im Sektor. Nochmal überall 100. So, im Sektor 2 auch 100. Okay. Das müssen wir mal reparieren. A science ship has arrived at its destination. Okay, dann. Oh, Merkur sind wir auch vorbeigeflogen. Da liegen auch noch 15 Wissenschaftler. Die Messwerte deuten auf einen alten, stillgelegten Komplex namens Richters Anlage auf der Planetenoberfläche hin. Eine UNO-Anlage, die sich über mehrere Bereiche erstreckt. Marssand bedeckt die Anlage vollständig. Mit bestehenden Dolus-Freigabencodes kann auf die Systeme des Komplexes zugegriffen werden. Vorsicht ist geboten, da das Gewicht des Sandes die Tragfähigkeit der Anlage eventuell übersteigt. Dann werden wir mal reingucken. Ich würde sagen, Elektronik hier auf 0 und hier auf Max. Dann kann ich das hier nicht abbauen? Was ist das für ein Scheiß? Ship team has completed a task.
Die Codes reaktivierten kurzzeitig die Verteidigungssysteme der Anlage. Aufgrund ihres Zustands waren sie überlastet und sind nun offline. Das Team der Bayerville hat keine Rückschläge erlitten. Okay. Durchsuche die vollständige Anlage, würde ich sagen. Ah, mit der Integrität, das geht wieder ein bisschen nach oben. Aber ich hoffe ja, dass wenn wir jetzt ein zweites Ding haben, dass es dann deutlich schneller nach oben geht. Station, damit die Leute hier ein bisschen zufriedener sind. Okay, also wir produzieren hier auf jeden Fall Nahrung. Hier produzieren wir auch mehr Nahrung, als wir brauchen. Sehr gut. Ach so, gut, wir haben hier keine 100 Dings, deswegen wird nichts rübergelagert. Das ist das Problem. Wir haben keine 100 Legierung. Wie viel produziert denn das Ding hier jetzt? Okay, also 15 FE werden umgewandelt in, also 15 Eisen in 15 Legierung. Wie viel Eisen haben wir denn hier noch? Umlegen. 372. Okay. Achso, hier kann ich noch Prioritäten festlegen. Ich wollte Batterien bauen. Bau die zu. Was soll's? Die Operation war ein Erfolg. Das Team der Bayerville konnte Ressourcen aus allen Bereichen der Anlage extrahieren. Leider kam es zum bedauerlichen Verlust einiger Besatzungsmitglieder. Ach du Scheiße. Die vom Standardprotokoll zur Ressourcengewinnung abgewichen waren. Gleich zwei Leute. Diese unautorisierte Handlung verursachte den Einsturz einer Stützmauer, wodurch Sand in die Anlage eindrang und zu ihrem Ersticken führte. Wenn ihre Gedenken ihren Protokollverstoß jedoch anprangern. Na gut. Ich baue jetzt hier drüben mal mehr Lager noch. Einfach damit ich mal hier das Zeug überlagern kann. Also dass ich da auch 100 Polymer habe. An access
Hallo, hallo, hallo. Warum explodiert denn hier einfach alles? Geht's noch? Warum? Wir brauchen 179 Arbeitskräfte, ja, und haben wir bloß 100. Ach du Scheiße. Das ist natürlich schlecht. Wie sieht es hier drüben aus? Ja, schwierig. Dann schalten wir das Ding halt mal kurz ab. Dann seid ihr hoffentlich nicht mehr so überarbeiten. Ja, immer noch. Schalten wir das dann auch mit ab. Das brauchen wir. Das beides auch. Okay, jetzt sind wir hoffentlich nicht mehr überarbeitet. Was haben wir denn hier? Hier ist auch schon ein Unfall. Wo ist denn hier bitte ein Unfall? War da jetzt nur so viel, weil die weil die repariert haben? Nein, ja. Administrator, a new request awaits your attention. Wo denn? Unfertigkeit ist unter 75 gesunken. Ja, die derzeitigen Schäden überschreiten die von der Nihal-Strukturtheorie festgelegte Toleranzwerte. Es wäre ratsam, Reparaturen zu veranlassen. Ja, um das Scheitern zu verhindern. Ja, 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 ja. Deswegen habe ich so eine zweite Kiste hier gebaut, Leute. Mehr Arbeit. Also ich habe definitiv zu wenig Leute. So, ganz kurz, wir schieben mal Polymere hier rüber. Ich kann das ja dann wieder ausschalten, wenn das repariert ist, die Hülle. Aber aktuell habe ich das Ding schon erforscht, womit ich die Leute auftauen kann. Natürlich nicht.
ich hier einstellen, dass das nur 90 sein sollen? Wir machen das mal so mit einem Ziel von 90, da haben wir ein Ziel von 100. Dann können wir wieder 10 raus. Ja, ich weiß, dass ihr überarbeitet seid. Wie viel denn? Ich sehe gerade. Legierung. Das Ding arbeitet. Ich muss das wieder einschalten. Das geht nicht anders. Ich brauche Sachen, um meinen Hof zu reparieren. Ich brauche Material dafür. Ganz einfach. Zur Deckung. Okay, hab ich einen Sonnenwerfer. Ich muss das mal kurz einschalten, um die Sonne da rauszuhauen. Wo war das jetzt? Wir brauchen Forschungspunkte, damit wir die eingefrorenen Leute aufwecken können. Okay. Das Ding müssen wir forschen. Jawohl. Okay, also Nahrung produzieren wir auf jeden Fall mehr als genug. Mal wieder überall mehr Arbeit. Ach, das ist doch ein Mist. Ich kann hier eigentlich auch mal Batterien bauen. Oder auch nicht. Ich stelle es mir hier nur auf 50-50 mit den Legierungen. So. Haben die jetzt die Polymere darüber geschoben? Ja. Alles, was übrig war, ist darüber gewandert. An accident has occurred in the tycoon. Hör doch bitte auf, hier irgendwelche Unfälle zu produzieren, Leute. Na klar. Das Sonnending auch noch im Arsch. Die Sonne ist schon losgeflogen.
Eieiei. Das mal abbauen wenigstens. Dann schicke ich das aber rüber in einen anderen Sektor. Na gut, schon rüber geschickt worden. Eine Sonde hat den Scan abgeschlossen. Dann gucken wir noch mal, was da ist. Hier sind immer noch Ressourcen zu sammeln. Was macht eigentlich unser Schiff hier? Transportiert immer noch Eisen. Eher das andere Zeug. Sechshundertfünfundsiebzig brauche ich. Naja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ah, ja, habe ich wenig Strom. Wir schalten mal das Forschungsding ab. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Strom. Okay, ich brauche definitiv mehr Leute. Das da habe ich vorhin irgendwie am Anfang nicht drauf geachtet, so richtig. So, aus das Scheißding. Kann ich nicht ausmachen. Die Frage ist auch, ob ich das Lager überhaupt brauche oder ob ich nicht direkt von dem Ding hier, von der Andockbucht hier runter liefern kann. Arbeitsbedingungen mehr Arbeit, aber es scheint noch zu gehen. Okay, was ist hier noch? An Ressourcen? Nur die Leute, oder? Ja, jetzt doch nichts mehr. Eigentlich abbauen kann das ja schon mal. Ich kann ja auch alles abbauen, was er findet. Oder was ich finde.